wieder Klavier, seit ich 3,5 Jahre alt bin. Es gibt keinen Punkt, dass ich sage, ich bin jetzt perfekt genug. Fing ja an, dann wirklich bei Spaziergängen die ganzen Hausnummern vorzulesen. Dann irgendwann ein halbes Jahr später waren schon vierstellige Zahlen, dann konnte das Alphabet vorwärts, rückwärts. Dann konnte er schon mit 3 Jahren eine Kaffeemaschine bedienen, Waschmaschinen bedienen, sämtliche halt Uhren lesen. Man hat einen sehr durchgetakteten Tag, ne, mit sehr vielen Terminen. Eben der eine zum Klavierunterricht, der andere jetzt inzwischen auch, dann Geigenunterricht, dann dahin, dann da zur Probe. Ne, dann muss man da wieder irgendwie Geige holen, Geige reparieren lassen. Also man hat wirklich einen sehr, sehr dichten Terminkalender. Hat er überhaupt noch Zeit für sich? Nein. Greift schneller, er braucht sich keine 6 Stunden aufhalten mit Schule. Er schafft es eben in 1 oder 2 Stunden. Ne? Und das ist halt auch, warum wir gesagt haben, man muss ja die Zeit nicht in der Schule absitzen, wenn man es mal so genau nimmt, sondern dass er das bei freier Zeiteinteilung in seinem Tempo eben lernen kann. Und dadurch hat er eben auch genügend Zeit, sich eben vorzubereiten auf Konzerte, auf Wettbewerbe, weil er eben weniger Zeitaufwand hat für die Schule. Eislaufmama betitelt. Die armen Kinder werden vom wirklichen Leben ferngehalten, die werden gezwungen, Klavier und Geige zu üben. Ich habe auch schon auf Facebook gelesen, ja, mit kleinen Kindern lässt sich am besten Geld verdienen. Also es will keiner sehen, dass es einfach nur kostet, Zeit, Geld, Nerven, sondern man biegt sich das so zurecht, wie man es gerne hätte. Thank you.
ich rate oft den Kindern, die nicht so in Musik verliebt sind, einen anderen Beruf zu nehmen und das als Hobby zu machen. Wenn das aber nicht so geht, sondern wie wir erleben das hier, dass es ohne Musik einfach nichts mehr geht, dann muss ich alles dafür geben, dass Medux zum Beispiel eine tolle Grundlage hat und kann später entscheiden, will ich das und will ich das wirklich doch vielleicht nicht. Dass wir später auf den großen Konzertbühnen kommen. Mein großes Ziel ist es, in der Carnegie Hall zu spielen.